Oh, hallo! Keine Angst, ich bin kein Gespenst. Willkommen im Löwenzahn-Fanclub. Ich lese heute, hier, das Buch. Löwenzahn, gucken, hören und klicken. Peter und die Welt der Ritter. Aber, warte mal, einen Augenblick. Ganz schön eng in so einer Blechbüchse. Ja, das ist eine Buchreihe vom Tertio Verlag. Und da gab es nur zwei Bücher von, leider. Und da wollen wir mal reinschauen. Dieses dreht sich um die Welt der Ritter. Peter und die Welt der Ritter, steht ja auch da. Guckt mal mit rein. So, Peter und die Welt der Ritter. Gucken, hören und klicken. An dieser Buchreihe war etwas ganz Besonderes für die damalige Zeit. Das war nämlich ein Doppelspaß. Nämlich ein Buch und eine CD-ROM. Die fehlt hier leider. Aber hier könnt ihr mal sehen, was auf der CD-ROM drauf war. Moment, mal sehen, ob es scharf stellt. Jetzt. Löwenzahn-Titelmelodie, dann war immer ein Hörspiel sozusagen, Peter und der Geist der Marxburg ist es eigentlich, und dieses Hörspiel gab es denn, dazwischen gab es immer Lieder, geschrieben von Michael Gayare, gesungen von Kindern meistens, hier ist es, jede Burg, die braucht einen Geist. Ja, und dann gibt es halt immer wieder einen Teil mit dem Hörspiel, Peter erzählt vom Leben der Ritter. Dann gibt es wieder ein Lied. Und dann geht es weiter mit dem Hörspiel. Und das Lied von Hilarus von Bärenstein. Das kennen wir ja aus der Löwenzahn-Folge. Ja, wie gesagt, leider fehlt mir hier die CD-ROM. Wer sie hat, da würde ich mich sehr freuen, falls sie mir mal... Ja, na gut, die Buchreihe gibt es nicht mehr. Also wer diese CD-ROM hat und könnte mir mal eine Kopie davon zusenden, das wäre schick. Gerade für unsere Sammlung, die fehlt mir nämlich noch. So, und dann gibt es ja neben dem Hörspiel und diesen Musikbeiträgen, gab es auf der CD, es war ja eine CD-ROM. Also man konnte sie einmal in seinem CD-Player anhören, dann hat man die Geschichte gehört und dazu das Buch gelesen. Und dann konnte man sie noch in den PC einlegen und dort konnte man, hier steht's, also die Maus mit dem Buch möchte dich in die Bücherei auf der CD-ROM-Datenspur einladen. Dort gibt es viele Informationen, Fotos und Bilder zum Thema. Dann gab es die Maus mit der Brille, verrät dir, dass du dir zu dieser Seite einen Videoausschnitt aus einer Löwenzahn-Sendung auf deinem Computer anschauen kannst. Die Maus mit der Schere bedeutet, dass es zu diesem Thema eine Bastelanleitung auf der CD-ROM gibt. Die Maus mit der Kochmütze steht für ein Kochrezept auf der CD-ROM. Die Maus mit dem Ball auf der CD-ROM-Datenspur bringt dich zu einem kniffligen Ritterspiel. Also es gab weitere Informationen zu dem Thema. Es gab meistens ein oder mehrere Bastelsachen zum Thema. Es gab Rezepte zum Thema. Und es gab auch immer ein Spiel. Also so konnte man erstens das Buch lesen, die Geschichte lesen, dazu das Hörspiel hören. Und es gab die weiteren Informationen auf der CD-ROM. Und hier sehen wir schon ganz schön von Patricia Bauer gezeichnet, der Peter, der zur Marxburg schaut. Ja, wir erfahren noch, wo die Marxburg ist. Und wie er sich heimlich in die Burg schleicht. Na, sehr schön illustriert. Ich finde sehr hübsch. Sehr hübsche Zeichnungen.
Sowas könnte man heute mit Fritz auch gut wieder auflegen. Halt. Aber ich weiß noch nicht. Anscheinend gibt es keinen Verlag, der sich die Arbeit machen möchte. Was ich sehr schade finde, denn man könnte die Themen wirklich mal ein bisschen erweitern. Nicht nur Bücher bringen mit den Fotos aus Sendungen und daraus Löwenzahnbüchern machen, sondern halt den Kindern auch ein bisschen das Ganze näher bringen. Man könnte das vielleicht heute auch mit einer App machen, aber das wird wahrscheinlich zu kompliziert zu programmieren für die Verlage oder zu teuer. Aber wenn ich so eine CD-ROM erstellen müsste, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Kosten dafür und die einer kleinen App, die zur Unterstützung dieser Buchreihe dann wäre, ob das nicht gleich ist. Das mag ich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, das wäre so eine Verknüpfung von Lesen und Multimedia wäre gar nicht so schlecht, finde ich. Leider bin ich weder ein Verlag, noch habe ich das nötige Kleingeld, um sowas selbst zu machen. Aber ich denke, liebe Verlage da draußen, auch mit Fritz Fuchs wird sowas funktionieren. Denn die Themen sind ja heute noch genauso interessant wie damals. Peter als Ritter. Und hier, wie er eingeschlafen ist. In der Kemenate. Und es gab auch noch ein Gewinnspiel. So. Ja, das war Peter und die Welt der Ritter. Löwenzahn gucken, hören und klicken. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir werden euch jetzt noch in den nächsten Tagen einige Bücher und Löwenzahn-Fanartikel zeigen. Auch dieses Buch gibt es bei Amazon noch zu kaufen. Steht jetzt, glaube ich, bei 15 Euro. Also fast Originalpreis. Die Dinger haben, glaube ich, mal 30 Mark gekostet, wo sie rausgekommen sind. Also sie sind sehr stabil im Preis. Ob da jetzt die CD-ROM dabei ist, weiß ich leider nicht. Das steht da nicht dazu. Also man kriegt sie noch, aber wenn dann nur gebraucht, ist klar. Ja, gut. Na denn, abschalten und ich drehe noch eine Runde. Bis dann, bis zum nächsten Mal.